Stichwort Rubikon. Die Psychologen Gollwitzer und Heckhausen gaben einem Ablaufschema menschlichen Verhaltens den Namen Rubikon-Modell. Das Rubikon-Modell wurde von Meyer Storch und Frank Krause zum Rubikon-Prozess erweitert. Er führt vom Wunsch zur Handlung. Rubikon erinnert an die historische Entscheidung von Gaius Julius Caesar, den oberitalienischen Fluss Rubikon zu überqueren und Rom anzugreifen. Vor diesem wichtigen Schritt liegen nach dem psychologischen Ablaufschema zwei Phasen. Rudi hat schon die zweite erreicht. Er hat ein bewusstes Motiv, nämlich fit zu werden. Um über den Rubikon zu einer dauerhaften Intention zu kommen, braucht er eine Einstellung, ein Haltungsziel, mit dem er sich wohlfühlen kann. Du musst Sport treiben, ist nichts zum Wohlfühlen. Aber ich gönne mir Auslauf, hilft Rudi über die Barriere. Rudi zwingt sich nicht mehr zum Sport. Er gönnt sich Auslauf. Fiona ist ein schwieriger Fall. Anders als Rudi hat sie zwar durchaus ein bewusstes Motiv. Sie möchte mehr Zeit für sich selbst, möchte sich wieder einmal ganz abgrenzen. Sie hat aber auch ein unbewusstes Bedürfnis, das nach dem Rubikon-Modell sogar dem bewussten Motiv vorausläuft. Das Bedürfnis, geliebt zu werden. Dieses unbewusste Bedürfnis steht im Widerspruch zum Motiv, sich abzugrenzen. Und der Konflikt zwischen beiden Strebungen ist leider ebenfalls unbewusst. Wie kommt Fiona aus einer solchen Zwickmühle heraus? Mit dem ZRM-Verfahren findet Fiona ein Haltungsziel, das ihr ganz praktisch über den Rubikon hilft. Sie sucht sich nämlich ein für sie sympathisches und verlässliches Symbol, eine Katze. Die Katze zeigt, wenn sie Liebe und Zuwendung sucht, sie schmust und schnurrt, sie geht aber auch einfach ihrer Wege. Trotzdem mögen alle die Katze. Fiona lebt nach ihrem ZRM-Training immer wieder einmal ihre Katzennatur. Sie lässt ihrem Körper Zeit und Raum fürs Wohlfühlen. Die Geschäftigkeit der Welt lässt sie vorüberziehen. Laura und Ludwig haben den Sprung über den Rubikon schon geschafft. Sie haben keine Konflikte zwischen Bedürfnissen und Motiven. Sie haben sogar schon eine Intention. Gar zu gern treten sie so selbstbewusst und unbedenklich auf, wie der kleine Vogel in ihrem Garten. Eigentlich gar kein Problem mehr, dem Vogel ein Haltungsziel abzugucken. Ich zeige, was ich kann. Das wird Ludwig weiterhelfen. Und ich singe frei wie ein Vogel. Das nimmt sich Laura vor. Damit aus den Intentionen Handlung werden kann, vertrauen sie sich der präaktionalen Vorbereitung des ZRM an. Dabei üben sie sich in natürlicher, körperlicher Ausdruckskraft, fast wie ein Vogel. Embodiment heißt dieser Prozess. Das ZRM hat ihn als persönliches Erleben ohne Vorgaben und Beeinflussung durch Trainer und Coaches angelegt. Deshalb ist er dauerhaft. Jeder kann ihn sich jederzeit wieder selbst organisieren, wenn er in die alten Problemlagen zurückrutscht. Selbst organisieren. Darauf legen wir größten Wert. Und darauf, dass das so einfach und zwanglos möglich ist, wie das Singen für einen Vogel oder das Schnurren für eine Katze. Sie finden bei uns selbst heraus, welcher Weg für Sie der richtige ist. Das Zürcher Ressourcenmodell hilft Ihnen dabei mit neu entwickelten und wissenschaftlich fundierten Techniken.